Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dawn of War 2 Retribution. Und ja, wir sind auf der Galaxiekarte oder auf der Sektorkarte besser gesagt. Und jetzt zeige ich euch mal, was man hier alles so machen kann. Das hatte ich euch zwar damals in der Spielvorstellung schon ein bisschen gezeigt, aber nicht ausführlich. Deswegen machen wir das jetzt mal erstmal ausführlich. Also ja, hier oben können wir uns die letzte Nachricht des Schwarmbewusstseins nochmal abspielen lassen. Und hier haben wir das Nachrichtenlog, also was so passiert ist nach unserer letzten Mission. Also zum einen haben wir eine Verbesserung bekommen für unsere Truppen, die habe ich hier ausgewählt. Hier die Zangenkrallen. Wir haben Zugang zu Typhon, dem Planeten Typhon hier. Und wir haben die Truppenvorauswahl bereits freigeschaltet. So, das ist der Nachrichtenlog. Hier haben wir eben die Übersichtskarte mit den Planeten, zu der komme ich gleich. Hier unten haben wir die verfügbaren Kräfte, also unsere Einheiten und ihre Upgrades, die man sieht. Unseren Symbiontentrupp, also unsere Elite-Nahkämpfer, wie es hier beschrieben wird. Die beherrschen übrigens auch Adrenalinrausch, sowie unsere Giganten, die hier gar nicht aufgeführt sind, weil die einfach nur Massenverdichtungseinheiten sind. Yep. Das sind Symbionten. Die sind normalerweise nicht so sehr im Schwarm vertreten. Die gibt man eigentlich an anderen Orten. Space Hulks, wer das Spiel kennt. Dann unsere Tyranidenkrieger. Die sind bereits schon, haben bereits schon alle Upgrades. Also für die gibt es gar nichts mehr. Und die restlichen haben wir noch nicht freigeschaltet, außer der Tyrannenwache. Die wird als Monster bezeichnet. Das ist also eine große Tyranideneinheit, wie ich sie schon beschrieben habe. Genauso wie der Cardifex hier. Unsere stärkste Einheit nach dem Tyranidenlord. Venatoren und Liktoren haben wir auch noch, die wir freischalten können. Und Zoanthropen. Die erkläre ich dann, wenn ich sie mal haben sollte, was sie so machen. Wenn ich sie denn benutze. So. Hier oben haben wir das Symbol unseres Schwarmlords, den können wir mal mit Doppelklick öffnen, da kommen wir in seine Übersichtsanzeige. Und ja, weil er Stufe 2 hat, haben wir zwei Punkte, die wir ihm verteilen können. Also erst einmal hat er drei Bereiche, und zwar Ausdauer, Angriff und Wille. Ausdauer, wenn wir das steigern, steigern sich seine Lebenspunkte. Wenn wir Angriff steigern, wird sein Schaden höher, also sein Nahkampf- und Distanzschaden, wenn er einen hat. Und bei Wille steigert seine Energie höher. Und mit jedem Upgrade, was wir geben, kriegt er außerdem eine besondere Fähigkeit freigeschaltet. Also das erste, Verdauungstümpel, das schalten wir mal frei. Das ist nämlich sehr wichtig für sein Überleben. Normalerweise haben die anderen Kampagnenhelden vier Helden nämlich, die sich gegenseitig wiederbeleben können. Wir haben nur den Schwarmlord, das heißt, wenn der stirbt, müssen wir ihn auf kompliziertere Weise wiederbeleben. Und ja, dann können wir noch ja. Ich gucke mir jetzt gerade mal die Fähigkeiten durch. Also oben auf Ausdauer gehen wir jedenfalls voll. Er kann nur Level 10 erreichen. Das heißt, wir können auch maximal nur 10 Punkte hier verteilen. Und ja, hier können wir dann halt freischalten, was er so herbeirufen kann. Aber ich denke mal, ich werde auf Nahkampf gehen. Deswegen geben wir ihm einen Punkt Stürmen für den Nahkampf.
So, also auf Kampf gehen. Das ist im Allgemeinen wichtiger als die Energie zu steigern. Die können wir auf andere Wege steigern. Und hier drüben haben wir jetzt die Ausrüstung. Und zwar einmal haben wir verfügbares Zubehör. Die Erneuerung können wir noch nicht benutzen. Leider. Dafür können wir die Pheromonspur, die Regeneration benutzen. Die Pheromonspur ist praktisch. Die ist sogar schon übertrieben, weil Tyranniden in der Nähe des Schwarmlords, die Trupps füllen sich von selber wieder auf. Und das hier ist Regeneration. Dadurch können sich Tyranniden in der Nähe des Schwarmlords eben heilen. So, das letzte, was wir hier haben, ist noch eine Kommandoobjekt, das kommt hier in den Slot, dafür gibt es nur eins. Damit können wir die Geschwindigkeit unserer Verbündeten verbessern. So, mehr können wir im Augenblick nicht machen. Waffen und Rüstungen haben wir noch keine. Also gibt es nur Klauen und die Standardpanzerung für ihn noch. Und dann können wir ja mal in die nächste Mission gehen. Was ich noch kurz zeigen möchte, ist der Truppeneinsatz hier oben. Den kann ich mal kurz aufrufen. Den können wir nachher nochmal aufrufen. Und zwar normalerweise hat man hier die Auswahl, ob man seinen Haupthelden hat man immer dabei. Und normalerweise hat man hier die drei anderen Helden und kann sich entscheiden, ob man den Helden in die nächste Mission mitnehmen will oder seine Ehrengarde. Hier bei den Tyranniden ist es so, dass man sich aussuchen kann, was für Einheiten man zu Beginn hat. Also zum Beispiel, ob ich Kriegerbrut haben will oder ob ich lieber Symbiontenbrut haben will. Ich nehme da lieber die. Ja, doch, ich nehme lieber die Kriegerbrut und dafür einen Trupp Hormaganten statt Termaganten. So habe ich ein paar Nahkämpfer, die meinen Schwarmlord im Nahkampf unterstützen können. Und hier unten das Bevölkerungsgrenze. Der Sinn der Ehrengarde wäre es halt gewesen, dass für jedes Ehrengardemitglied die Bevölkerungsgrenze um 10 steigt. Also statt 60 hätte ich eigentlich 30, wenn ich alle Helden mitnehmen würde. Aber da ich keine Helden eben habe, ist es immer 60. So, dann wollen wir mal in die nächste Mission gehen. Der klingt angepisst, der imperiale Soldat. Aber gut, hier haben wir unsere Missionsziele, also den Verdauungstümpel erreichen. Und ein Sekundärziel, wir sollen Zielkogitatoren ausschalten, um Geschütze zu manipulieren. Hier ist unsere Belohnungsauswahl und die Aufklärung, also hier steht, was der Gegner so einsetzt im Allgemeinen. Dann starten wir mal in die Mission. Ja, hier kommen wir nochmal zu den Starttruppen. Die bleiben so, wie sie sind und entsenden. Wenn wir übrigens neue Einheiten freischalten, werden die Giganten durch diese neuen Einheiten ersetzt. So, Ladevorgang. Der dauert hier ein bisschen. Der geht normalerweise etwas schneller. Yep. Und los geht's. Wird verbessert. Ja, da sieht man schon imperiale Truppen rumlaufen.
Und da ist mein Schwarm. So, erstes Ziel, südliche Gegend erkunden. Das erledigt sich doch leicht. Wir schicken einfach unsere Truppen durch und stoßen auf Chaos-Anhänger. Ach, wie nett. Noch ein paar mehr Chaos-Anhänger. So, das waren Chaos-Anhänger. Und hier müsste sich gleich irgendwas tun, wenn wir diesen Ort erreicht haben. Eindringlinge, verdammt! Man hat uns gefunden! In Ordnung, ihr Teufel, es interessiert mich nicht, wer ihr seid. Spürt die Macht des Baneblade! Okay, da kommt der Baneblade. Das ist der mächtigste Panzer im ganzen Warhammer-Universum. Angeblich sind die Nieden schlau genug geworden, um Castor zu vernichten. Mal sehen, ob ihr schlau genug seid, euch vor einem Baneblade zurückzuziehen. Ja, sind wir. Schwarmtyranten hält außer Gefecht. Ja, danke. Wir kommen hier nicht durch. Sucht einen anderen Weg. Und genau das meinte ich. Wenn unser Held fällt, müssen wir ihn mit Anforderungspunkten wiederbeleben. Je länger wir dafür warten, desto billiger wird es, aber irgendwann hört es halt auf. Ich glaube bei 75 hört es jetzt gleich auf und wir müssen ihn wiederbeleben. Genau. Schwarmtyrant wiederbelebt. So, unser Schwarmtyrant ist wieder da. Und wir müssen jetzt hier durch. Schützt diese Zielkogitatoren. Die Geschütze könnten durchdrehen, wenn einer zerstört wird. Ah, genau das wollen wir doch. Mach das Ding kaputt. Biologische Verbesserung unterwegs. So, der ist gleich kaputt. Und dann wird's lustig hier. Genau so. Jetzt macht euch eure eigenen Geschütze nämlich kaputt. Beziehungsweise beide Geschütze jetzt. Die lustigerweise mir gehören. Können wir irgendwas rufen mit den Anforderungspunkten, die wir gerade haben? Leider nicht. Dann brauchen wir ein paar mehr. Dazu und dafür hauen wir uns jetzt erst einmal hier durch imperiale Soldaten und aktivieren wir mal die Heilung. Besser ist das. So, die Absorber halten sie da oben unter Beschuss. Und der Tyrannidenlord, der Schwarmlord, bricht einfach durch. Das kann er ja sehr gut mit seinen perfekten Rüstung und allem. Oh, latente Regeneration. Wir haben einen neuen Gegenstand gefunden. Ach, unsere Absorber leben noch. Gerade so. Die können auch weiter ruhig am Leben bleiben. Gefunden. Feuer frei. Schnell weg hier, bevor der Baneblade kommt. Mit dem möchte ich mich nämlich lieber nicht anlegen. Er ist nämlich wirklich der mächtigste Panzer im ganzen Spiel, wie ich es bereits sagte. Aua. Hier mit euren Granaten, kommt her. Schade, er ist außer Sichtweite, das könnte ich Ihnen euch mal zeigen. So, hier ist ein neuer Anforderungspunkt und ein neues Nest. Das nehmen wir doch gleich mal ein.
Genau. Imperiale Armee einfach überrennen. Oh, sogar Gardistentruppen. Elite-Infanterie. Die können auch nichts machen, wenn sie im Nahkampf gefesselt sind. Anforderungspunkt wird gesichert. So, sichern wir den Anforderungspunkt, kriegen wir Ressourcenpunkt erobert. Einen ganz schönen Batzen Ressourcen. Erobert. Und können jetzt mal hier die Absorber wegschicken. Und uns dafür mal Symbionten holen. Und meinen Schwarmlord ein bisschen mehr Gesundheit ausgeben. So. Jetzt haben wir Symbionten. Ich kann ja mal näher ranzoomen. Genau, das sind Symbionten oder auf Englisch Gene Stealers. Die kennt man ja wirklich aus dem Spiel Space Hulk. So. Nahkampf Space Marines zum Glück kloppen. Da oben gibt es noch mehr. So. Schwarm sammeln. Etwas zurückziehen kurz. So. Weil jetzt mache ich mal einen kurzen Cut. Dann sehen wir uns gleich wieder.